Ich war von meiner Familie geflohen und verspürte nicht die geringste Lust, sie wiederzusehen. Erst als mein Vater weg war, meine Mutter hatte ihn in einer Alzheimer-Klinik untergebracht, aus der er nicht mehr herauskommen sollte. Erst dann wurde es mir möglich, diese Reise, oder besser, diesen Prozess der Rückkehr nach Reims auf mich zu nehmen. Wann kommst du uns besuchen? Die Wiederentdeckung einer Gegend meiner selbst. Seit meiner Rückkehr nach Reims kam ich von einer Frage nicht mehr los. Warum bin ich, der ich so große Scham empfunden habe, Herkunftsscham, wenn ich in Paris Leute aus ganz anderen sozialen Milieus kennenlernte und sie über meine Klassenherkunft entweder belog oder mich zu dieser nur in größter Verlegenheit bekannte? Warum also bin ich nie auf die Idee gekommen, dieses Problem in einem Buch oder Aufsatz anzugehen? Ausflüchte und das Verwischen der Spuren. Sehr wenige Freunde, die Bescheid wissen und schweigen. Je nach Situation und Gesprächspartner variierende Sprachregister. Permanente Kontrolle der Gesten, Vokabeln, Intonation. Um ja nichts durchscheinen zu lassen. Sich ja nicht zu verraten. Ich war gewissermaßen klassenflüchtig. Auf mehr oder weniger bewusste Weise, mehr oder weniger permanent darauf bedacht, meine soziale Herkunft abzustreifen. Sie von mir fernzuhalten und dem Milieu meiner Kindheit zu entfliehen. Ich war 14 oder 15. Mit zwei, drei Klassenkameraden mokierte ich mich über einen Jungen, der uns verweiblicht vorkam und den wir als Tunte beschimpften. Indem ich ihn beleidigte, beleidigte ich eigentlich mich selbst. Und das Traurigste war, dass ich das, wenn auch undeutlich, damals schon wusste. Aber alles drängte mich dazu, meine Zugehörigkeit zur Welt der Normalen unter Beweis zu stellen. Zielscheibe werden. Die Beleidigungen begannen sich explizit an mich persönlich zu richten. Sie waren überall um mich her. Mehr noch, sie definierten mich. Sie begleiteten mich überall hin, um mich unablässig daran zu erinnern, dass ich die Regeln, die Norm, die Normalität verletzte. Auf dem Schulhof des Gymnasiums, in unserem Wohnviertel, überall lagen sie auf der Lauer. Ich musste lernen, mit ihnen zu leben. Was hätte ich sonst tun sollen? An sie gewöhnen konnte ich mich nie. Wer ist das?
fragt dich meine Mutter. Na, dein Vater? Erkennst du ihn nicht? Ich hatte meinen Vater auf diesem Foto, das ihn kurz vor seinem Tod zeigte, tatsächlich nicht erkannt. Er war schrecklich gealtert, abgemagert, in sich zusammengesunken, mit glasigem Blick. Es dauerte eine Weile, bis ich diesen geschwächten Körper, mit dem man in Verbindung bringen konnte, den ich gekannt und so tief verachtet hatte, diesen dummen und gewalttätigen Menschen, der mehr brüllte als sprach. Mein ganzes Leben lang habe ich kein einziges Gespräch mit ihm geführt. Nicht ein einziges. Er war dazu nicht imstande. Jedenfalls nicht mit mir. Und ich auch nicht mit ihm. Es ist zu spät, das zu beklagen. Wie Baldwin kam ich zu dem Schluss, dass alles, was mein Vater war, von der Gewalt der sozialen Welt geformt worden war. Mein Vater hat von seinem 14. bis zu seinem 56. Lebensjahr in der Fabrik gearbeitet. Von seinem letzten Schultag bis zu dem Tag, als man ihn ungefragt in Frührente schickte. Meiner Mutter, die sich zunächst als Putz- und Waschfrau verdingt hat und erst später in einer Fabrik arbeitete. Eine Frau gehört nicht in die Fabrik. Er ging es kurz darauf genauso. Sie war 55. Abgeschafft waren die beiden. Und müde. Als Arbeiterkind spürt man die Klassenzugehörigkeit am ganzen Leib. Während das Ausbleiben eines solchen Klassengefühls eine bürgerliche Kindheit kennzeichnet. Die Herrschenden merken nicht, dass ihre Welt nur einer partikularen Wahrheit entspricht. So wie ein Weißer sich nicht seines Weißseins, ein Heterosexueller sich nicht seiner Heterosexualität bewusst ist. Ich habe die Zugehörigkeit zu einer Klasse immer gespürt. Welche Abscheu ich noch heute vor diesem Tonfall, vor dieser Welt habe, in der Herablassung aus jedem Atemzug spricht. Wie sehr sie mich gelehrt haben, Macht und Hierarchien zu hassen. In meiner Familie konnte man auch mit Kunst nichts anfangen. Interesse an Kunst ist eine Frage der Bildung. Ich musste es erst lernen.
Das war ein Teil der nahezu vollständigen Umerziehung, die ich absolvieren musste, um in eine andere Welt, in eine andere soziale Klasse eintreten zu können, um eine alte, angestammte hinter mir zu lassen. Wenn ich meine Mutter heute vor mir sehe, mit ihrem geschundenen, schmerzenden Körper, der 15 Jahre lang unter härtesten Bedingungen gearbeitet hat, am Fließband stehen, Deckel auf Einmachgläser schrauben, sich morgens und nachmittags höchstens 10 Minuten von jemandem vertreten lassen, um auf die Toilette gehen zu können, dann überwältigt mich die konkrete physische Bedeutung des Wortes soziale Ungleichheit. 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 Ungleichheit ist falsch. In Wahrheit ist es nackte Ausbeutung und Gewalt. Der Körper einer alternden Arbeiterin führt allen die Wahrheit über die Klassengesellschaft vor Augen. Man kann sich kaum vorstellen, wie hart der Arbeitsrhythmus in diesem Werk und in allen anderen Fabriken war. Es ist mir völlig unbegreiflich, wie die extreme Härte solcher Arbeitsformen und der Protest gegen sie aus der Vorstellungswelt und dem Vokabular der Linken verschwinden konnte. Parteien dachten und sprachen fortan nicht mehr die Sprache der Regierten, sondern jene der Regierenden. So widersprüchlich das klingen mag, bin ich mir doch sicher, dass man die Zustimmung zum Front National zumindest teilweise als eine Art politische Notwehr der unteren Schichten interpretieren muss. Sie versuchten, ihre kollektive Identität zu verteidigen. Oder jedenfalls eine Würde, die seit je mit Füßen getreten worden ist. Und nun sogar von denen missachtet wurde, die sie zuvor repräsentiert und verteidigt hatten. Je regrette beaucoup qu'on détruise la boutique Chanel des Champs-Élysées, mais il faut voir que par rapport aux vies détruites qu'entraîne cette violence du néolibéralisme et de l'idéologie néolibérale qu'appliquent avec brutalité nos gouvernants, une boutique détruite sur les Champs-Élysées ne m'aime pas beaucoup. Stop! Moi je dis stop! Da schweigt ihr! Sind wir unwichtiger als Gender-Sterne? Es war höchste Zeit für MeToo. Aber wo ist das MeToo für unwürdige Arbeitsverhältnisse? Ihr denkt an das Ende der Welt. Wir denken an das Ende des Monats. Ihr lasst euch den Bio bei den 18er-Küsten anliefern. Wir müssen ihn hochschleppen. Eigentlich wollte
bin ein Produkt der Beschimpfung. Ein Sohn der Schande. Ich bekannte mich zu meiner sexuellen Identität. Von meiner sozialen Herkunft und der durch diese bedingten Identität riss ich mich los. Thank you.